Innenbandverletzung im Knie, hoffentlich kein Riss, sondern nur eine Dehnung. Und Sebastian Koch, der wird heute wohl nicht mehr Basketball spielen, habe ihn gerade beobachtet. Er ist Richtung Betreuerbank gehumpelt, hat nicht mit seinen Kollegen aufgewärmt. Güssing führt gegen Wels nach den ersten beiden Spielabschnitten um 8 Punkte mit 46 zu 38. Das Spiel der Mannschaft, das ist aber mit Sicherheit verbesserungswürdig. Die Güssinger konnten nicht so schnell, so aggressiv spielen, wie sehr oft in dieser Saison. Das haben die Welser zum Teil auch sehr geschickt verhindert. Und die beiden Kepeis-Brüder wieder auf dem Feld. Anthony Chavis ist auch da, genauso wie Taylor und Hurt. Wels hingegen beginnt wieder mit der Starting Five. Taylor gegen Kette. Oh, mit etwas Glück erobern die Welser den Ball. Kelle Beidler, von dem möchte unser Experte Markus Parkfried also wesentlich mehr sehen in der zweiten Spielhälfte. Ich denke, seinem Coach Philipp Dajvorek wird es ähnlich gehen. Chavis auf Taylor. Die ersten sehenswerten Punkte nach dem Seitenwechsel. Lamesic auf Beidler, der raus auf Alekwe. Auch im letzten Moment dieser Versuch von Kelly Beidler, aber im Endeffekt noch alles richtig gemacht. Alekwe mit dem Anspiel auf Tilo Kette. Erste Foul im dritten Viertel begeht Thomas Zewitz. Das ist bereits sein drittes. Matthias Kepeis, kein Foul von Zewitz jetzt. Ball bei Davor Lamesic, die Chance auf das Fastbreak der Welser. Und dann das Foul von Travis Taylor an Joe Ahilekbe und damit auch Travis Taylor jetzt sehr schnell mit drei persönlichen Fouls. Naja, also der macht überhaupt nichts. Fehlentscheidung aus meiner Sicht. Joe Ahilekbe mit Sicherheit der auffälligste Welser Spieler bisher an diesem Abend. Offensivfoul von Wolfgang Kirnbauer gepfiffen gegen Markus Hurt. Und damit nach Taylor jetzt auch Hurt mit drei Fouls. Wieder ein eher kritischer Pfiff. Thomas Zewitz, Wels wieder voll drin im Spiel, Nummer minus 3.
Chevis über Ilekpe. Defense bei Beidler. Wels wirkt wacher jetzt zu Beginn des dritten Spielabschnitts. Ilekpe über Chevis. Auch der sitzt. Und damit nur mehr ein Punkt Vorsprung für die Güssing. Sie kommen einfach heute nicht so in Fahrt, können ihren Tempo-Basketball nicht aufziehen. Thomas Kleppeis auf Anthony Chevis. Und dann Matthias Kleppeis mit dem Dreier. Und der ist erfolgreich und der kommt zur rechten Zeit. Wie schon einmal vor der Pause. Matthias Kleppeis mit einem sehr wichtigen Dreier für sein Team. Auf Kette. Etwas unorthodox, aber erfolgreich. Tilo Kette. Fall von Eilek. Zweite Foul von ihm. Bei Güssing ist Diaz Bodra Andreotti wieder im Spiel. Manuel Jandrasic kommt auch noch in die Partie. Aus dem Spiel Thomas Kleppers und Anthony Schäfer. Nein, Travis Taylor, pardon. Chevis bleibt da, hat jetzt doch den Ball. Starke Aktion von Anthony Chevis. Korb zählt und er bekommt den Zusatzwurf. 3 Punkte Spiel für ihn. Gegen Jandrasic. Nur mehr 8 Sekunden auf der Shotgun. Beidler über Matthias Kleppers. Gut gearbeitet am Defensiv-Rebound von den Güssing. Wieder Anthony Chevis. Auf Matthias Kleppers. Erneuter Dreierversuch von ihm. Beidler mit dem Rebound. Ganz interessant bei den Güssingern Markus Hurt, der bisher in jedem Spiel zumindest 10 Punkte erzielt hat. In dieser Saison hat heute noch keinen einzigen Punkt gescored. Chevis auf Hurt. Macht er jetzt seine ersten 3? Nein. Wels mit der Chance, zumindest zum Ausgleich zu kommen. Bebitz auf Lamesic, Missverständnis. So sehr die Welser es schaffen, die Güssinger nicht sehr weit davon ziehen zu lassen, so sehr verpassen sie jetzt schon zum zweiten, dritten Mal die Chance, wirklich zu egalisieren oder einmal selbst wieder in Führung zu gehen. Und das Offensivspiel der Güssinger bleibt absolut einfallslos. Der Witz auf Lamesic. Also wir fangen wieder von neuem an. Das Ganze in Minute 26. Es bleibt dabei. Viele Ballverluste der Güssinger. Noch nimmt Matthias Zollner keine Auszeit. Warum eigentlich? Offensivfall Tilo Klette.
So, und jetzt gibt's das Timeout. Und jetzt hat es auch Matthias Zollner genommen. Hey guys, you guys have the choice now. Either you can start complaining about how bad you are, or you can start doing something about it. Yeah, make a move to the basket. Don't be playing no different basketball. Make your move. Boom, 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 drop, boom, finish. 2 points. Okay, on offense. I want Marcus on this side here when we play Horns, okay? Horns, Marcus on this side. Roll to the basket early, okay? Good, pick and pop, Matthias here, Yandra here, okay? Guys, defense, hello. Defense is the key. Then some transition baskets, okay? Fly in transition. Fly in transition. Let's go. Also zusammenfassend kann man wohl sagen, nach dieser Auszeit, Matthias Zollner fragt er seine Spieler, warum spielt ihr nicht so Basketball, wie ihr könnt. Nächste für Matthias. Jetzt gibt es doch noch eine andere Aufstellung bei den Güssingern. Matthias Kleppers geht raus und Philipp Horvath kommt ins Spiel, der nur die letzten 2 Sekunden absolvieren durfte in Hälfte 1. Das heißt, beide Kleppers Brüder jetzt draußen und auch Travis Taylor. Chavis gegen Beidler. Jetzt gibt es ihn, den Fallpfiff gegen Kelly Beidler, und den hat Anthony Chavis schon so etwas von herbeigesehnt. War das 5. Teamfoul der Welser bereits im 3. Abschnitt. Auch ein Zeichen dafür, wie energisch, wie aggressiv die Oberösterreicher jetzt zu Werke gehen. Deshalb Anthony Chavis an der Linie. Der vergibt allerdings den 1. Zebitz gegen Philipp Horvath, ja. Völlig unnötig. 4. Foul gegen den Welser. Ja, da ist ein Clinch und dann stößt er Philipp Horvath zur Seite. Richtige Entscheidung. Und die Reaktion des Coaches ist nur allzu verständlich. Thomas Zebitz wird natürlich auch sofort rausgenommen. An seiner Stelle ist Sean Painter wieder im Spiel. Chavis auf Horvath. Der lässt eine Leckpe springen und wieder der Ballverlust. Sehr oft so, dass die Güssinger in guten Positionen sind und da einen Turnover produzieren. Lamesic gegen Höhl. Chance auf die Führung für den WBC. Oh, viel zu kurz dieser Versuch von Erwin Sulic. Horvath, jetzt nimmt er den Dreier. Gute Idee, auch wenn der Ball weg ist. Und dann das Foul von Horvath an Beidler. Einfach nicht in Führung zu gehen, die Welt. Anthony Chavis.
Wenn die Zone der Welser steht, dann haben die Güssinger erhebliche Probleme, diese zu knacken. Foul von Chevis an Beidler. Drittes Foul von Anthony Chevis. Schauen wir noch mal ganz genau hin. Naja, er hat da tatsächlich nicht den Ball, sondern nur den Arm von Kelly Beidler getroffen. Seine erste Reaktion war etwas unglaublich. Defensivleistung, oder sagen wir so, verbesserter Defensivleistung. In guten Aktionen am Defensiv-Rebound halten sich die Güssinger jetzt in Führung. Und vorne versucht es Anthony Chevis, wieder erfolgreich. 17 Punkte mittlerweile von Anthony Chevis. Es ist sehr oft so, dass ihm Eigensinn vorgeworfen wird, aber in dieser Phase des Spiels braucht sein Team seinen Egoismus, und zwar wie einen Bissen Brot. Remember what we talked about, that zone, we push into the side, we not let him dribble middle. When they set that screen, they call it fist. We push him to the side, we're not letting him go back middle, okay? He's being patient enough. What about if it's Chavis? What? What about if it's Chavis? So what? He's traffic. Yeah. He's traffic. Doesn't matter. There's play traffic. But still, don't give him a straight lane to the basket, okay? Okay? No, I know, but they don't help. They will keep pushing him left. Hey, be patient on offense. Hold it. Patient. Also die wichtigste Botschaft von Philipp Dybarek an sein Team: Die Welser kehren wieder zur Zonenverteidigung zurück. Und das hat ja bisher auch sehr gut funktioniert. Thomas Sewitz trotz vier persönlicher Fouls wieder da. Auch das, wie der Coach erklärt hat, ein Grund für die Zone. Jan Rajic gegen Sewitz. Bei ihm lassen etwas die Kräfte nach, habe ich den Eindruck. Joe Ahilekbe. Bei ihm natürlich überhaupt nichts. Herrliche Aktion, Travis Taylor. Dann wieder der Steal von ihm. Wow, hoho, Kelly Beidler mit diesem sehenswerten Block. Starke Aktionen jetzt am laufenden Band. Hier schauen Sie mal. Ganz sauber. Enorm stark von Kelly Beidler. Aber diesmal war es ein Foul, und zwar von Painter. Und der darf gleich wieder raus. War sein drittes Foul. Die Rakete kommt ins Spiel. Plus 7 Güssing, 2 Würfe für Travis Taylor. Travis Taylor, der ist jetzt mehr in der Luft gewesen in den vergangenen Minuten als auf dem Hallenboden. Philipp Horvath, der jetzt doch Intensität reingebracht hat ins Güssinger Spiel, wieder draußen, hat seine Schuldigkeit getan. Thomas Klepper ist wieder im Spiel. Den zweiten hat er getroffen. Bei Travis Taylor habe ich beim Freiwerfen immer den Eindruck, der
wird am liebsten auch die Freiwürfe stopfen. Weidler. Guter Pass auf Lamesic. Stark gemacht von den beiden. Wieder Anthony Chevis auf Jan Draschitz. Thomas Klepper ist auf Taylor gegen Kette. Da war das Foul von Davor Lamesic. Der kann es nicht fassen, dass der Schiedsrichter diese Aktion unterbunden hat. Drittes Foul des Welser Kapitäns. Hat er möglicherweise tatsächlich nur den Ball berührt. Chevis raus, Matthias Klepper ist rein bei den Güssing Knights. Und an der Linie wieder Travis Taylor. Die heutige Freiwurfbilanz von Travis Taylor. Die letzten Sekunden im dritten Viertel. Beidler rutscht da aus, kommt trotzdem zum Abschluss. Tilo Klette setzt nach und das macht er gut und auch erfolgreich. Das war der dritte Spielabschnitt. Güssing führt um 5 Punkte. Vor den möglicherweise letzten 10 Minuten dieses Spiels mit 62 zu 57. Das Spiel hat an Intensität gewonnen. Es geht härter zur Sache. Was die Offensivleistungen betrifft, ist das Ganze allerdings nach wie vor ausbaufähig. Güssing führt, aber Güssing hat dieses Spiel gegen den WBC noch lange nicht für sich entschieden. Wohl auch deshalb, weil Markus Hört irgendwie ein Totalausfall heute ist. 0 Punkte, was ist da los? Ja, keine Ahnung. Und er fehlt auch dem Güssinger Spiel, ganz generell. Aber dieses dritte Viertel hat sich ein bisschen verdient, dass man mehr über den WBC spricht. Ich bin jetzt froh, dass der Thilo den Offensivrebound da jetzt noch verwandelt hat, weil es der WBC einfach verdient hat, dieses Viertel zu gewinnen, weil sie wirklich heroisch kämpfen. Der Kampf könnte da am Ende auch wirklich belohnt werden, dann noch mit einem Sieg? Ja, so wie es momentan aussieht schon. Also es ist vom Rhythmus her komplett zerfahren. Das ist das, was ja, der Kommentator auch ein bisschen hässliches Offensivspiel nennt, aber es ist einfach kein Rhythmus da. Und das hat aber viel damit zu tun, wie Wels hier spielt. Sie versuchen das Tempo zu kontrollieren. Thilo Klette zertrümmert in der Zone so ziemlich alles, was er unter die Ellbogen bekommt. Und das funktioniert aber ganz gut. Man hat jetzt auch gesehen, dass Alekpe doch menschlich ist und ein bisschen Energie sammeln muss. Aber sehen wir es mal so, er hat sich jetzt fürs vierte Viertel ausgerastet. Und die Swans führen beim BC Vienna zur Pause mit plus 13. Was fällt uns dazu ein? Ehrlicherweise momentan aus der Ferne nicht viel. Vielen Dank dafür. Weiter geht's mit dem vierten Viertel. Ja, mir fällt ein, dass Güssing damit im Moment Tabellenführer ist in der ABL. Alles offen, allerdings nach wie vor hier im Aktivpark. Die Rakete betätigt sich wieder einmal als Motivator vor Beginn dieses vierten Viertels. Na, schauen wir, ob er aufwacht wieder. Joe Ayelekwe, der WBC, wird ihn brauchen in Topform, um dieses Spiel gewinnen zu können. Na, für diese Aktion hat er wieder Kraft. Schade für ihn, dass er hier nicht scoren konnte.
Matthias Klepper mit dem Dreier. Travis Taylor mit dem Rebound. Aber dann wird er gefoult. Wieder einmal an diesem Abend. Das Foul geht gegen Davor Lamesic. Und das ist sein viertes. Also allzu viel war da nicht. Ganz kurz war die Hand im Gesicht, aber das kann bei einem Kampf um den Rebound schon passieren. Sebitz gegen Thomas Klepper. Beinahe hätte Thomas Sebitz da den nächsten Ballverlust produziert. Richtige Entscheidung, Foul von Thomas Klepper. Na, da haben sie mir jetzt die Bahn aufgemacht, Joe Helekpe. Zum zweiten Mal geht er jetzt bereits zum Korb. Und vielleicht hat er tatsächlich seine Kräfte gesammelt im dritten Viertel. Jetzt für die absolut entscheidende Phase des Spiels. Taylor verlegt diesen Layup. Lamesic gegen Taylor. Das Foul geht gegen Travis Taylor. Auch er damit mit 4 Fouls jetzt. Also Taylor bei den Güssingern jetzt der Erste mit 4 Fouls. Bei den Welsern Lamesic und Zewitz mit jeweils 4 Fouls. Kerli Beidler, wenn der jetzt auch noch aufwacht, dann wird es ganz eng für die Güssinger. Chevis auf, Matthias Gepers. Na, er übertreibt. Das ist ganz schwierig für die Güssinger hier, ihren Rhythmus zu finden. Und das liegt in erster Linie daran, wie die Welser hier verteidigen. So, Chevis nimmt den Dreier nicht. Neuer Spielaufbau bei den Güssingen. Aber es ist zu wenig Bewegung da. Damit sind die Güssinger heute wahnsinnig abhängig von ihm hier, von Anthony Chevis. Viertes Foul jetzt auch von Joe Ahilekpe. Auch für ihn wird es also eng. Also letztlich könnten die Foulprobleme entscheidend sein in diesem Spiel. Kette mit dem Offensivfoul, mit seinem dritten insgesamt. Hier gegen Andreotti und dann gegen Thomas Klepper. Da kommt der Check von hinten und das ist ein Foul, richtige Entscheidung. Matthias Klepper, wieder einmal nimmt er den Dreier und diesmal trifft er ihn wieder. Plus 9 Güssi. Vierter erfolgreicher Dreier von Matthias Klepper. Kein Foulspiel, Ballverlust und Anthony Chevis. Hier der Ballverlust und dann schauen Sie sich einmal diesen Luftstand an. Da wird es finster für Kerli Beidler, der auch noch das Foul kassiert. Einfach nur stark, Anthony Chevis.
horseshit calls. Don't worry about it. Just be mentally tough right now and continue playing our game. Don't let this break down. We've got a lot of time. We've got 7 minutes to go. One basket at a time, we're back at it. Okay? We gotta stay in two. We got four fouls here, four fouls there. We gotta stay in two. Okay? And don't worry about it. Stay mentally tough. This is a good test for us. Right now about mental toughness. No more, you don't have to break in one-on-one. We play together our place. Set good screens, be patient on offense. When we have our open shots, we're gonna take them out. Let's go. Stay together here. Stay together. Plus 11 Güssing. Die Fans der Knights haben ganz deutlich gesehen, dass ihr Team jetzt in den vergangenen Minuten sehr stark gespielt hat. Philipp Deiberek hat sein Team aufgemuntert, hat sich auch darüber beschwert, dass es da doch den einen oder anderen Pfiff gab, der ihm nicht gefallen hat. Das war jetzt eher ein psychologisches Timeout des Welser Trainers. Punkte mittlerweile von Anthony Chavis. Elekpe und Lamesic im Zusammenspiel. Weidler. Und aus der Ecke Cevic. Markus Hurt, nach wie vor ohne Punkt. Vielleicht jetzt? Nein. Lamesic gegen Hurt. Andreotti kommt zu Hilfe und dann ganz offen der Dreier für Cevic. Und den trifft er jetzt. Der dritte erfolgreiche Dreier von Thomas Cevic. Matthias Kepers übertreibt es für meinen Geschmack ein wenig. Und Thomas Kepers trifft und wer trifft, hat recht. Beidler gefault von Matthias Kepers. Also ganz ehrlich, jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass die Welser noch einmal zurückkommen können. Sie haben aufopfernd gekämpft, haben trotz ihrer personellen Probleme doch hier einiges zu Wege gebracht. Und wer weiß, vielleicht schaffen sie es doch noch einmal. Thilo Klette mit diesem Dreier. Noch 5 Minuten hier im Aktivpark in Güssing. Chavis auf Andreotti. Travis Taylor wird jetzt von Matthias Zollner offensichtlich aufbehalten für die möglicherweise doch noch heiße Schlussphase. Lamesic auf Klette, der nimmt den nächsten Dreier. Trifft ihn diesmal nicht, Chavis. Markus Hurt. Ja, da sind sie ja endlich. Die ersten beiden Punkte des US-Amerikaners. Im 8. Versuch trifft er aus dem Feld. Ahilekbe. Ein typischer Ahilekbe-Korb. Noch 4 Minuten.
Andreotti gegen Kevin. Hoho, Kelly Beidler. Sehr geschmeidig, fast schon dezent, dieser Korb. Wieder Schäfes. Sicherheitshalber hat er es jetzt auf eigene Faust versucht, auch wenn es nicht geklappt hat. Und seine Mitspieler haben doch einiges liegen gelassen in den vergangenen Minuten. Matthias Kleppers, jetzt muss es schnell gehen, geht auch schnell. Starke Aktion von Matthias Kleppers und Philipp Deiborek, der Welser Coach, nimmt noch einmal eine Auszeit. Zehn Punkte hat Matthias Kleppeis mittlerweile bereits erzielt. 2 Minuten 46 vor dem Ende. Minus 9 aus Welser Sicht. You look how tired out there. This is the last breather. I have no more time out after that. So we got two, a little bit less than 3 minutes to make our last punch. Okay? We need to get stops defensively. We need to get stops defensively. We stay in one defense. Keep rolling like we are, but we got to secure the defensive rebound. Offensively, run two down right now. Two down, okay? Four kills. This is the last time out I have, okay? Got it all together. You guys are doing a hell of a job fighting. A hell of a job. Continue. Let's go. Also, das war die letzte Auszeit. Zum letzten Mal die Chance für Philipp Deiborek, etwas zu besprechen mit seinen Spielern. Da noch einmal den Motivator raushängen lassen. Debitz gegen Thomas Kleppers. Und dann Stibic, Chevis, Beidler den Ball. Travis Taylor wieder da bei den Güssingern. In der absoluten Schlussphase. Was sich der Knights darf jetzt einfach nichts mehr passieren. Mutten führt nach wie vor in Wien, also möglicherweise schaffen es die Knights heute tatsächlich, wenn sie nicht noch ein paar Bälle wegschmeißen, die Tabellenführung zurückzuerobern. Foul geht gegen Manuel Jandraschitz, den Kapitän. Da war Lamesic. Starke Aktion. Wieder Anthony Chevis raus auf Markus Hurt. Geht ja doch. 3 Punkte Markus Hurt. Plus 10 Güssing. Der Ball wieder bei den Knights, wieder bei Anthony Chevis und erneut Markus Hurt. Zählt er doch bei 7 Punkten. So schnell geht's. Und plus 12 Güssing, alles klar hier im Aktivpark. Die letzte Minute, wieder Markus Hurt, wieder nach Anspiel. Von Anthony Chevis. Jetzt wissen auch die Welser, diese Partie ist gelaufen. Sie haben sich teurer verkauft, als mancher hier vielleicht erwartet hat. Aber letztlich
gehen Sie doch als Verlierer hier vom Platz. Herrliches Anspiel von Chavis auf Taylor. Korb zählt und Travis Taylor bekommt auch einen Zusatzwurf. Und eigentlich war das auch noch ein unsportliches Foul von Kelly Beidler, denn der hat da, ohne auch nur auf den Ball zu achten, den Gegenspieler einfach weggeschubst. War natürlich auch etwas Frust dabei. Hört erobert noch den Offensiv-Rebound. Aber jetzt gehört der Ball den Welser. Amesic auf Kette, keine gute Idee. Die Welser wirken jetzt niedergeschlagen und das kann ich auch verstehen. Ohne Nixon, auch ohne Vieira, haben sie hier sehr lange, sehr gut mitgehalten. Obwohl Beidler angeschlagen ist, obwohl Lamesic angeschlagen ist. Fünftes Foul jetzt gegen Kelly Beidler. Etwas früher als für seine Teamkollegen ist für ihn die Partie jetzt zu Ende. Für die letzten Sekunden kehrt noch einmal Erwin Sulic zurück. Und der Anthony Chavis hat jetzt bereits 24 Punkte erzielt. Dazu 13 Assists geliefert, 10 Rebounds. Triple-Double nennt man das wohl. Ich möchte ja niemanden vorgreifen, aber Anthony Chavis ist heute mit Sicherheit der Spieler des Abends. Das war's. Die Güssing Knights schlagen den WBC aus Wels letztlich doch relativ deutlich mit 91 zu 78. Und er hier ist der Topscorer des Abends, Anthony Chavis, mit 25 Punkten. Ihren typischen Basketball konnten die Güssinger heute nicht durchziehen. Da war sehr oft vom Tempo-Basketball überhaupt nichts zu sehen. Transition hat auch nicht immer funktioniert. Sie hatten mit der Zone der Welser erhebliche Probleme. Und so blieb es beinahe bis zum Ende spannend. Letztlich hat das Team von Matthias Zollner aber doch deutlich gewonnen. Der erste Gesprächspartner von Katharina Schöninger nach dem Spiel ist jetzt der Welser Kapitän, Davor Lamesic.